Hallo Leute, herzlich willkommen zu LYBLP, zu meinem Chest Shop Tutorial. Ja, heute zeige ich euch halt, wie ihr ein Chest Shop erstellt. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. Ich versetze mich erstmal wieder in GM-Beats. Ja, zuerst braucht ihr halt eine Wand, wo ihr eine Chest vorstellt. Und an die Wand, über die Chest, macht ihr ein Schild und dann schreibt ihr in die erste Zeile euren Namen rein. In die zweite Zeile schreibt ihr rein, wie oft man ein Item pro Klick kaufen oder verkaufen soll. Je nachdem. Ich habe jetzt als Test-Items ja Diamanten. Also man kauft einen Diamanten auf einmal und verkauft einen Diamanten. So, dann kann man halt da unten eingeben. Zum Beispiel, also wenn man ein Spieler was kaufen soll, B und dann halt der Preis. Oder wenn man nur verkaufen soll, kann man S und dann der Preis. Aber wenn man beides machen soll, kann man B, und jetzt mache ich das mal mit dem Preis. Ein Diamant kostet 1500. Danach macht ihr einen Doppelpunkt, ein S und dann zum Beispiel 750. Ja, in die letzte Zeile kommt dann halt das Item, Diamond. Und fertig. Dann können andere Spieler einen Diamanten mit Rechtsklick für 1500 Dollar kaufen und verkaufen einen Diamanten mit Linksklick für 750 Dollar. Ja, so viel dazu. Nee, das wollte ich. So, dann gibt es aber auch noch einen Admin-Shop. Den kann aber nicht Spieler verwenden, sondern nur Admins können den aufbauen. Dazu brauchen sie aber nur ein Schild. Ja, und machen den einfach an eine Wand. Dort schreiben die in die erste Zeile Admin Shop. In die zweite Zeile kommt dann halt wieder die Anzahl pro Klick, wie oft man ein Item pro Klick kaufen soll wieder. Dann halt wieder der Preis. Ich nehme jetzt mal B 1500, Doppelpunkt S 750, das alles wieder mit einem Diamanten und fertig. So, dann kann ich sogar auch einen kaufen. Also, ich habe jetzt einen im Shop einen Diamant gekauft für 1500. Jetzt Rechtsklick, ich habe einen verkauft für 750. Ja, dann gibt es aber noch die Sache, die habe ich vergessen euch vorhin zu sagen. Beim Chest Shop, den auch normale Spieler benutzen können. Da muss das Item auch in die Chest rein, das ihr verkaufen wollt, oder ja, das muss halt auch in die Chest rein, denn wenn die Chest leer ist, dann können die Spieler auch logischerweise nichts kaufen. Und ja, damit ihr überhaupt so einen Chest Shop hier machen könnt, braucht ihr halt auch das Plugin dafür. Ja. Okay, das war's mit meinem kleinen Chest Shop Tutorial. Ich hoffe, man konnte mir einigermaßen folgen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dann. Tschüss.